So, Tür auf und rein ins Vergnügen, kann ich nur sagen. Ich mache vielleicht noch den Spielesound an. So. Obwohl es ohne Spielesound deutlich angenehmer wäre. Aber ich fürchte, da kommen wir nicht drum rum. So, Daniel, wo muss ich jetzt lang? Ach, sieht eh schon wieder alles anders aus. Vergiss die, ich ziehe die Frage zurück. Herr Richter. Oh, Scheiße, schau mal, das verwandelt sich auch. Talking behind our backs. Da wären doch schon Pinsel. Nimm den und geh einfach zurück. Ja, was heißt denn hier in diesem Spiel? Geh einfach zurück. Hier ist doch Warte nicht mal, zurück, hier ist doch da zeigt er, da zeigt ein Pfeil, zeigt dahin. Ah, nee. Ja, das könnte man aber so interpretieren, die nichts. Blume. Ist aber fürchte tatsächlich eher eine Blume. Eine Blume ist eine Blume ist eine Blume. Oh. Ja, die nicht. Oh, warte, hier ist sie. I had to move most of the dolls out of her room. It was getting ridiculous. You can't just throw gifts at her whenever you feel guilty for whatever it is you feel guilty for. She needs a father, not another useless distraction. Das ist jetzt aber wieder ihre Linkshänderschrift. Also das muss nach dem Unfall passiert geschrieben worden sein. Das heißt, die war wohl noch recht klein, als die Mutter dann den Unfall hatte. Oh. Scheiße. Oh Gott. Oh. Wer ist denn da begraben? Naja, wahrscheinlich die Mutter ja dann irgendwann. Wahrscheinlich. Aber, dass die das mal aufhört mit den Schriften, das fällt mir gar nicht auf. Who are you even playing with? Das vielleicht als Elternratgeber, ui. Wenn ihr von eurem Kind was wissen wollt, dann schreibt es nicht auf einen Zettel und legt es einfach irgendwo hin. Redet ruhig mit dem Kind. Do you stand to win? Ja, geh mal zum Mühlefeld, Dame. Da. What? Welchen soll ich nehmen, den linken oder den rechten? What's so funny? Keine Ahnung. Jetzt nimmst du den. Ich konnte auch nur den nehmen. Ich war nie besonders gut in Dame. Ah, scheiße, das ist falsch. Das gilt schon. My little bird loved this game. Aber jetzt hat sich, glaube ich, wieder was geändert, weil wir haben wieder so ein bisschen unsere Position geändert. Das scheint aber wiederum so ein bisschen so ein Engine-Ding zu sein, dass sie dieses, wenn sich irgendwas ändert und die Figur wieder in den Level setzen, scheinbar, dass es nicht immer ganz sauber läuft. Weil man dann richtig merkt, wie er sich so verschiebt. Also. Hier ist das übrigens, hast du gesehen? Was ich mit dem Licht-Ghosting meinte? Ja. Und das hast du ganz viel in vielen von den modernen Spielen, vor allen Dingen in vielen, die so Path-Tracing und Raytracing-Beleuchtung haben. Ich kann inzwischen bei Cyberpunk keine Passanten mehr anschauen auf der Straße mit dem Path Tracing. Wieso? Weil die alle so über den Bildschirm schmieren mit dem Ghosting. Aber da hoffen wir drauf. Dass sie den neuen die Neuser dann auch bald fertig haben. Der könnte tatsächlich massiv helfen. Ich lasse das jetzt eher auf Eis, bis das Addon kommt. Absolutely normal that she doesn't talk yet. It's not the nanny's fault. And no, stimulating your daughter's mind by reading her Nietzsche is not a good idea. For God's sake. Wieso? Der Nietzsche war doch ein großer Poet und hat einen großen Schnurrbart. Boah, da saß eine Puppe. Wie ein schöner, umnachteter Leseonkel. Der Leseonkel Fritze Nietzsche.
Ja, auch wieder die Tür so komisch zurückgesprungen. Da steht. Da ist eine Puppe unterm hinterm Sessel. Da war zumindest gerade eine. Da, oh ja, ja, stimmt. Aha. Jetzt ist die Tür auch aufgegangen. Scheiße. Da links sitzt was Rotes, genau. Wie diese rot leuchtenden Dinger, die sehen irgendwie aus, als wären das so Gummibärchen. Okay, we'll buy it. It will look great on the fireplace, don't you think, honey? Oh, schöne Partikeleffekte. Hm. Aber werden die ausgelöst dadurch, dass ich es bewege? Ja. Cool. Das Kind hat viel zu viel Spielzeug. Vor allem, dass die Puppe auch noch so einen anderen Kopf denn in der Hand hatte. Vielleicht hat die Hamlet gespielt ein bisschen. Gut, wenn hier Nietzsche vorgelesen wird, ne, dann fängt man früh an. Wir hatten ja also nicht klar war, dass der Sohn in eine doch erschwingliche Kita gehen kann. Überlegt, ob wir halt dann einfach nichts mehr essen und nicht mehr uns neue Kleidung kaufen und den Sohn in so eine private Kita geben. Und dann hat sich meine Freundin mal eine angeschaut hier in der Nähe. Ja, und die hätte dann knapp 1000 Euro im Monat gekostet. Boah, krass. Dafür hätten die Zweijährigen auch regelmäßig malen, also richtig so mit Pinsel und Leinwand malen dürfen und wären dabei mit Mozart beschallt worden. Oder welche klassische Musik sie auch sonst sich hätten. Also sie hätten sich da auch was aussuchen können. Jetzt geht halt in die Kita und sein Lieblingslied ist Laila. Was soll man machen? Naja, aber dann weißt du wenigstens, dass das Kind in der Klasse bleibt. Ja. Also ist halt, man muss halt ein bisschen dafür sorgen, dass die Kasten unter sich bleiben. Ja, dafür die, also er geht ja schon in den Kindergarten. Und natürlich hat er das Lied Laila von einem typischen schlechten Umgangfreund. Wir hätten ihm sowas nicht vorgespielt. Aber die Kleine, die ist ja jetzt gerade erst in der Kita und die wird da nicht mit Klassik beschallt. Die summt jetzt aber von sich aus immer das erste Klavierkonzert von Tschaikowski. Das hat die auch noch niemand vorgespielt. Aber vielleicht ist es auch nur Zufall. Immer dam, 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 da, sagt sie. Dam, 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 da. Da, 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 da. Ja, bei dir hat's wenigstens so ein bisschen Bildungsbürgertum, das Bürgertums Eltern, die das wenigstens erkennen würden. Ja. Wenn mein Kind von uns. Sowas. Ich kenn's aus der Bierwerbung, ich weiß aber nicht mehr aus welcher. Oh. Ich glaube, das Spiel macht langsam Druck, wir sollen ja, ist ja Scheiß gut, machen wir hier. Zu. Ja, dann musst du halt mal mehr Horror bieten. Ah, Scheiße! Okay. Ja, okay, ist ja gut. Das Spiel hört, was wir reden. Boah, wäre okay. Schönes Timing. Ja, sorry. Oh. What? No, of course cutting your hair doesn't hurt, Birdie. Boah. Was hängt denn da an der Decke? Oh Gott! Oh, Gott. Oh, jetzt wird's langsam. Bäh, unschön. Ich wollte vorhin schon sagen, es spielt schon sehr mit ganz klassischen Horror-Tropes, aber manchmal erschreckt man halt dann doch immer.
Deswegen möchte ich ja unbedingt mal Resi 8 VR spielen, wenn du mir die VR 2 eines Tages wiedergibst, weil ich möchte dieses Puppenhaus in VR mal spielen. Ja. Das habe ich ja noch nie gespielt, das Spiel. Also ich habe ja auch 7er schon nicht gespielt und 8er erst recht nicht. Ach Gott, schneidet ihr jetzt die Haare ab? Nee. Könnte schon sein, dass er den für den Pinsel nimmt, ne? Ach schau, er steht drin im Dunkeln und die Frau und das Kind sind draußen. Ja, immerhin sind sie rausgekommen. Ist das so schlimm, das Puppenhaus in Resi 8? Wahrscheinlich. Das ist schon cool. Also, das hat schon was. Und in VR ist bestimmt auch noch ein That's not a good toy for her. Der stand auf der Zinnsoldat. Da muss ich immer weinen, wenn ich das lese. So eine traurige Geschichte. Sonnenfenster auf. Ah. Na toll. Achtung, Schocker hinter dir. Nee. Which dream should I chase? Wir wollten ja eigentlich immer dem Grünen folgen, ne? Das war ja. Folge ich jetzt dem Grünen. Ja. Im grünen Haus. Das Rot. Das ist wieder grün. Ist das denn so? Da gerade schon zwei. Achso. Zwei Puppen, glaube ich. Was hast du? Ist das denn wirklich so kodiert, dass man immer grün nachgehen kann? Ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall, es ändert sich. Also diese Girlande ist auch neu. Jetzt kommt bestimmt wieder die Mutti. Jetzt ist hier die Waage auch so ein bisschen anders. Ja, es werden auch alle anderen Räume finsterer. Ja, der wurde ja hier auch. Boah. Oh shit. Ja, wie geil das Spiel aussieht. Das sind alles so Puppenhäuser, ne? Mhm. Oh, da hinten. Das hat jetzt natürlich schon ein bisschen was von klassisch Geisterbahn, ne? Ja. Oder so Alice im Wunderland-Horror. Ja. Psychonauts gibt's, glaube ich, auch sowas. Bin jetzt echt gespannt, wie jetzt allein mal seine Geschichte so zu Ende geht, weil die im Zweier, da ist ja wahrscheinlich dann auch, geht's halt auch um den Künstler. Oh je. Also okay. Boah, also, okay, du, das ist voll der Zitteranfall. Ich hab mich halt erschrocken. Oh fuck, ey. Ich dachte, das ist die Mutter, die halt so langsam auf einem zukommt und dann war die. Alter, aber das sollte, glaube ich, so sein. Die Antwort lautet nein. In sowas werde ich dann mal sterben. Gibt doch schon Schlimmeres. Warum ist das. Jetzt hier jetzt einfach wieder raus, oder? Du musst immer ja noch den Pinsel finden. If she really endangered your child, then yes, it is reasonable to let go of her. I should have let her express herself. Keine weiteren Chancen, kein weiteres Risiko. So, der hat das Kindermädchen rausgeschmissen, weil sie das Kind gefährdet hat, seiner Meinung nach. Ja. Obwohl ich nicht sicher bin, ob man seiner Meinung so richtig trauen kann. Nee. Hier ist grün. Ich folge jetzt grün. Aber vielleicht hat es ist ja ihre Rache. Vielleicht steckt das Kindermädchen ja dahinter. Wollte ich gerade sagen. Ich bin ja echt gespannt, wie jetzt zumindest seine Geschichte denn so zu einem Ende kommt. Ich weiß nicht, wie viele Kapitel das so hat. Mhm. Aber was braucht man denn? Man braucht eine Leinwand, einen Pinsel. Nee, eigentlich sehen wir es ja an den Schrank. Grundierung. Ach so, ja, stimmt. Waren wir so bei der Hälfte ungefähr, oder? Ja. Es hat bestimmt was mit Schuld zu tun. Es hat immer was mit Schuld zu tun. Oh, das arme Kind. Ja, also wenn es so psychologische Horrorspiele sind, geht es ja immer in diese Richtung. Das ist wie bei The Machinist. Das ist aber, also,
es fühlt sich alles sehr tropey an und das ist es ja auch ein bisschen. Mhm. Aber ich finde, ich weiß nicht, kann mich nicht mehr ganz genau im Detail daran erinnern, aber als wir 2016 dann das erste Mal gespielt haben, da war das noch nicht, da gab es zwar diese Tropes durchaus, aber die waren noch nicht so durchbenutzt, weil halt dieses First-Person Walking Simulator Horrorspiel-mäßige auch in der Qualität, das so viele gab es ja damals noch gar nicht, die in die Richtung gingen. Mhm. Das war also durchaus ein bisschen neu. Ja, jetzt fühlt sich alles ein bisschen durch an. Das kann ich auch verstehen, dass Bluebird Team sagt, sie wollen da irgendwie weitergehen. Aber als es halt 2016 neu war, war es tatsächlich auch frisch genug, zumindest für ein Videospiel. Ja. Ich meine, als Film, klar, gibt es ja irgendwie, das ist ja auch alles schon bekannt, aber für Spiele? Auch so mit der First-Person-Ansicht. Und es war halt dann doch nochmal ein bisschen was anderes als in Amnesia. Ja. Oh, hier. Da müsste man der Bunker wahrscheinlich doch nochmal spielen, aber ich habe irgendwie keine Lust. Mich hat, egal wie gut das sein muss, aber ich fand das letzte so uncool. Earlier today, a typical quiet and peaceful neighborhood witnessed a scene straight out of a crime drama as social services accompanied by armed police officers descended upon the residence of a once famous painter and a recent widower. Apparently, the man had broken into a children's care center downtown and absconded with one of the young patients. Our sources claim that the girl was in fact the culprit's daughter, who had previously been removed from his care after a family court ruling. After unsuccessful attempts at negotiation, fearing that the man might harm the child, police officers stormed the building and apprehended the suspect. Eyewitnesses claim that as the paramedics escorted the girl out of the house, the man, still in handcuffs, fell to his knees and repeatedly exclaimed, "Please, she's all I have left." A truly tragic turn. Ja, okay, also stimmt's, die Mutter ist gestorben, das Kind kam in eine Einrichtung und ihm hat das nicht so gut gefallen. Er hat heute versucht, sie dann wieder... Wow. Hallo Katze. Sie das ist alles Buntstifte da am Boden. Mhm. Ist diese verwöhnte Jugend. Ja, ist echt ein bisschen viel. Das wird jetzt nicht mehr passieren, jetzt wo das Kindergeld gestrichen ist. Nee, wie ist das? Elterngeld? Ja. Wow. Dann gehen wir lieber hier rein. Nee, so rum. Ja, doch. Oh. Das ist gut. Scheiße. Ja, ist, wenn man so viele Möbel hortet, dann musst du teilweise halt auch an der Decke lagern. Sonst. Der ist halt schon auch ein Messi. Hey, what is that? Wait, what day is it? It's... Oh, Scheiße. Was denn? Ich drücke immer zu schnell weg und dadurch unterbreche ich das. Es ist echt ein bisschen, dass es keine Möglichkeit gibt, sich die Sachen nochmal anzugucken. Ist ein bisschen nervig. Und jetzt, dass jedes Kapitel anscheinend so viele Lücken hat an Items, die du nicht gefunden hast, die dann da an den Wänden hängen in deinem Malzimmer. Ja, scheinbar sehe ich mich hier nicht. Oh, schon mal hier. Da war ein Geist für dieses, ja, das Katzenzimmer. Das Katzenzimmer ist aber zu. Schade. Ja, der Klassiker. Mhm. Erstaunlich, dass The Shining, das, also der Film von 80 ist der, glaube ich, dass der zwar schon auch so seine Horror-Tropes hat, ne? Das Kind, der Ball, die gruseligen Mädchen im Gang, die Geister. Aber, waren das damals schon Tropes? Nee, das nicht, aber sogar, also der hätte wahrscheinlich auch funktioniert, wenn genau die Art Trope heutzutage immer wieder käme, und der macht es trotzdem besser. Also der, ich finde, bei dem sind die, auch wenn es inzwischen Tropes sind, wirkt es auch jetzt noch nicht ganz so plump wie in manch anderen Versionen davon.
Hier ist die ja, was ich, die Spieluhr, die Wiege, ja, die wippt, obwohl niemand drin liegt. Das verzerrte, der verzerrte Kinderreim, den irgendwer singt. If I die before I sleep. Irgendwie. Ich habe Shining nie ganz gesehen. Was? Guckst du dir mal an. Lohnt sich. Ja, trau mich nicht. Da ist der mal gesehen, da war ich, glaube ich, 12 und allein daheim. Ja, immer eine gute Idee. Das war nicht die beste Idee, nee, aber es war es. Na? Hab's überstanden. Naja. Der hat ja nicht so einen Impact wie Mörderspinnen, Kingdom of the Spiders. Der Mann im RTL 2, der was a dog. Was a dog. Aha. Hui! Was ist denn Hundeschlüssel? Jetzt kriegst du die Hundetür auf. Ja, jetzt ist hier dunkel. Wo ist denn die. Ich gehe der Ente hinterher. Immer das der ist... Tigerente hinterher. Ja. Wo war denn der Hund nochmal? Die Ente ist dein Kaninchen. Lass die ruhig schlurfen. Aber kommt die jetzt hier von vorne? Ja, die kommt hier rum. Da ist die Hundetür. Rennen sie weg. Oh, da liegt bestimmt jetzt der Pinsel, der eine Katze verjagte. Katzenschlüssel. Boah, diese Geisterpuppen, die hier reinkommen und immer das Licht ausmachen. Weißt du noch, wo die Katze war? In der Tasche, nee, oder? Das war, glaube ich, die erste, die wir hatten. Oh, scheiße, ey. Da. Ist die Ratte? Eine Mäusetür. Oh, und die Katzentür. War das hier? War das hier nach links? Ja, da ist die Tür. Da wird jetzt die Frage beantwortet, schafft er den Katz? Tür zu. Oh, Scheiße. Rattentür. Rattenschlüssel. Leucht mal, da steht, glaube ich, die Mutti draußen. Da blubbert schon am Boden. Von Blubberteam. Ah. Sein größter Feind. Also, ja, dann sind wir gleich weg. Ja. Ui! Nanu? Naja, du hast aber die Rattenschlüssel noch. Ui, da wird es ihm gleich ganz schummrig. Aber wo lande ich denn da jetzt? Oh, schau mal hier. Boah. Ach du Scheiße. da hat aber jemand gesammelt. Ey, wie detailliert das auch ist, ne? Ja, das ist schon. Ist das eigentlich alles schon Nanite? Nee, ne? Nanite ist nicht drin. Das Lumen wird benutzt. Und ich glaube auch nochmal dediziert Raytracing. Ja, bei Nanite, dann gäbe es ja gar keine Polygonkanten mehr so richtig, ne? Weil die Objekte dann so unendlich detailliert wären. Aber es ist trotzdem schon echt high poly, wirkt zumindest so. Theorie. Ja. Du bist so bescheuert. Wieso? Ach so. Kommen Sie wieder rein? Ja, ich habe ja heute hab ich ja die Kopfhörer auf und. und da habe ich jetzt wirklich nur gehört, weil der Boden Gott sei Dank knatscht, ist bei uns überall. Also man kann sich also relativ schlecht um mich anschleichen. Das gibt Ärger. Ja. Was sind wir hier wieder? Da ging der ganze Scheiß ja los. Aber wenn das Haus clever ist, dann schickt es uns jetzt relativ schnell zur Katzentür. Rattentür. Hier, oder? Ah, da ist er wieder. Ja, jetzt kam sie zu schnell an. Wird die immer schneller? Nee. Also jetzt eben gerade wirkte sie relativ schnell.
Aber ich glaube, wenn ich sie dann anfackle, wird sie grundsätzlich langsam. Aber sie war jetzt, glaube ich, einfach insgesamt zu nah dran. Zu nah dran. Na gut, dann würde ich sagen, probieren wir das einfach in der nächsten Folge nochmal. Unser Glück. Also, bis denn. Tschüss. Tschüss.